Weiß doch, nicht. Will ich noch eine Runde? Will ich noch eine Runde? Ja, es wäre gekommen. Ich beschütze dich jetzt. Spätestens ab dem Satz hätten wir eigentlich Arno wohnen müssen. Ich bin zu jung für diese Scheiße. Ich bin zu jung für diese Scheiße. Es ist. Ich kann auch nicht mehr moderieren. Das ist. Ich meine. Was soll ich hier noch sagen? Das ist hier. Jetzt gehe ich zur Elektrotür rein. Das ist. Die habe ich. Ich habe vier. Ich habe drei, vier Tage. Ich habe vier Tage in Elektrotür. Das ist Schicksal. Ich muss hier heute sterben. Es soll nicht anders. Und jetzt brauche ich ja so lange. Ich gehe raus aus Electric Guild gleich. Ich mache hier meinen Task jetzt. Dann sterbe ich halt. Ich habe jetzt vier Tasks in Electric. Ich habe vier fucking Tasks in Electric. Ist klar. Nee. Natürlich. Was sonst? Ich bin fertig hiermit. Es ist okay. Lasst mich sterben. Nee, hier hab ich nichts mit bei. Ich klappe jetzt einfach nur meinen Tasks ab. Das Einzige, was ich noch mache. Ich muss später nochmal. Anu. Ich klappe jetzt hier meinen Tasks ab. Wo? In Admin. Ich lebe noch. Ich kann euch sagen, wer gekillt hat. Ich habe nämlich die Person kurz vorher wenden sehen zwischen. Also der ist von dem Gang gewendet von Navigation und. Chief. Also Lenny war die ganze Zeit bei mir. Ja, war ja. Kein Kill. Und noch irgendjemand. Ja. Ich habe dich wenden sehen in den Camps. Wo hast du mich wenden? Mit Personenbeschützer. Zwischen Shields und Navigation der Vent, das war definitiv Keys, die da gewendet ist. Sorry, aber nee, ich war bei Shields gerade, aber ich habe da die Task gemacht. Also ich kann auch bezeugen, dass Zwergi und Anno in Medbay waren und von da rausgekommen sind, weil ich die in Camps gesehen habe. Ich weiß nicht, ob sie auf die Camps geachtet haben, aber ja. Habe ich nicht. Und in den Camps habe ich dann halt gesehen noch, gerade so wie Kami in den Vent gesprungen ist, höchstwahrscheinlich nach Edmund gewendet ist, einen Kill gemacht hat und ja. Also ich kann diesen Kill Lenny ausschließen. Also ich bin definitiv nicht gewendet. Wirklich nicht. Also du musst da dich irgendwie verguckt haben mit der Farbe oder so, aber ich war zwar bei Shields. Hast du jetzt aber geskippt, Sven, oder hast du schon wen gewotet? Ja, ich vote natürlich das, was ich gesehen habe, und zwar Kami in dem Fall, weil ich habe sie wenden gesehen. Also. Aber wann hast du denn das Wenden gesehen? Weil, also. Na, ja. Der Report ist, ich habe gesehen, dass sie gewendet ist, ich bin hochgelaufen, war gerade Höhe Medbay, sagen wir, der Report kam 6 Sekunden, nachdem ich gesehen habe, dass sie gewendet ist. Okay, ne, dann passt das ja wiederum zeitlich. Wäre genug Zeit gewesen, reinzugehen, killen und wieder in den Vents zu springen, und dann kam eine Person und hat Report. Das ist jetzt Aussage gegen Aussage. Ich bin da nicht gewendet, vielleicht hast du jemanden wenden sehen, aber hast dich mit der Farbe verguckt, aber ich war es definitiv nicht. Ich bin der Meinung eigentlich, dass die Camps nicht an waren. Sergi, weißt du das? By way, ich hab stur meinen Tasks nachgemacht. Ich bin da jetzt. Mich hat gar nichts mehr interessiert. Ich hab nicht mehr links und rechts geguckt. Dass die einmal kurz Boss Security war, das glaube ich war. Nur meinen Tasks machen. Wen hast du gesehen? Du und Lenny müssen. Wir waren beide in Reactor. Ja, ihr wart. Ich hab euch halt auch hier Security rumlaufen sehen. Da hab ich andere Camps beobachtet, um zu sehen, wo welche sind. Aber. Also ich bin wirklich nicht gewendet. Das Aussage gegen Aussage. Ich habe bei Shields gemacht. Ich wollte euch nur dran erinnern, falls ich tot bin, ne? Ja, machen wir halt ein Skipping erstmal. Oh, gefährliches Spiel hier. Oh. Warnschuss, Alter. Volle Diesmal Lektor. Wirklich.
Puh, das war ja wirklich nicht mehr fürstlich. Wie oft ich da gekillt werde. Vielleicht bleibe ich jetzt noch ein bisschen länger leben. Ich mache jetzt hier einfach meine Tasks. Oh, natürlich werde ich jetzt hier eingesperrt. Panik. Panik. Medbay Navigation habe ich natürlich wieder viele Tasks. Navigation Weapons. So, dass SAS wirkt. Bisschen 6, 7, 5, 2, 5. So, ich bin noch am Leben, oder? Ja. Kami, willst du noch was sagen oder wollen wir die gleiche Geschichte aufrollen wie vorhin? Wo liegt denn die Leiche? Also ich gebe dir die Wahl. Wir machen jetzt einen Gerichtsprozess ganz normal oder. Also die Navigation liegt kein Leiche. Liegt die vorm oberen Auto okay, vielleicht? Die Nummer. Also. Ich bin gerade echt in Weapons, ich habe gerade drei Leute gesehen. Also. Ich bin wieder nach links gelaufen, weil bei O2 das Ding anging. Da hat mich auch noch irgendjemand gesehen. Bei O2. Ja, O2 ist rechts, da war, ne? Da war einer, genau. Den einzigen, den ich gerade bei O2 gesehen habe, war Zwergi. Und dann bin ich raus, weil der ja den O2 Oxygen gemacht hat. Und dann wollte ich den ändern. Ich bin auf jeden Fall von rechts dann nach links gelaufen, weil es ja immer so ist, dass wenn O2 gezündet wird, nähe Reaktor irgendwo einer gekillt wird. Und bin dann aus der Cafeteria über den Medbay-Weg nach links gelaufen. Und Kami kam mir entgegen. Und die Leiche liegt in Upper Engine. Ist lame, ja. Also, aber man muss sich halt aneignen, irgendwie nicht mehr immer auf die Alarme reinzufallen. Kami kam genau aus der Richtung. Ich hab jetzt gerade richtig verdächtig, weil du halt wirklich straight nicht zu O2 gelaufen bist. Ach komm, halt, Kami. Komm. Sorry, aber. Ja, komm. Wer sagt denn das gerade? Kami oder Lissi? Kami. Ach so. Lissi ploppt immer auf, wenn. Also. Ja, also kam aber das war ja da halt raus entgegen. Irgendeiner hat mich vorne auch gesehen an O2. Also ich, wie gesagt, nicht. Also ich war an O2 und dann Dingens und. Also Zwergi hat. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ich hab nichts gesehen. Ich hab jetzt das Gefühl, dass sich gerade Sven und Felix, dass die Imposter sind, sich voll jetzt gegen mich verkannten. Also keine Ahnung. Ich kann euch beiden nicht vertrauen. Ich finde, beides für mich logisch. Darf ich ganz kurz erwähnen, dass wenn wir beide Imposter wären, dann hätte ich jetzt direkt noch mit der Aussage gekommen, vergiss nicht letzte Runde, ich habe sie wenden sehen, aber ich habe das nicht gesagt, weil ich bin halt nicht Imposter. Ich wollte jetzt ausreden lassen, um zu gucken, ob das glaubwürdig ist, was er sagt. Also. Ich finde es halt auch krass, dass Kami ja schon zweimal verdächtig ist, aber gleichzeitig sind wir auch 8 Leute. Es fehlen noch 2 Double Kills. Ja, aber man muss ja nichts provozieren. Ne? Also ich kann. Also für mich ist das relativ eindeutig. Es tut mir leid. Aussage gegen Aussage. Ich muss hier skippen. Es gibt waren ja jetzt schon 2 Aussagen gegen die gleiche Person. Ja, beides für mich glaubwürdig. Das ist dann keine Aussage gegen Aussage mehr, weil es einfach nur 2 gegen 1 schon ist. Aber ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Wir werden am Ende der Runde uns sowieso wieder alle an den Kopf hauen, weil ihr geskippt habt. Wenigstens bin ich nicht mal hier nach der ersten Runde schon tot, nach dem ersten Voting. Navigations muss ich. Warum laufe ich die große Runde? Ich habe natürlich an allen Bedienungen hier alles. Ich habe da wieder alles. Multi. Vielleicht wirklich auch hier wieder SAS. Ich habe hier alles in diesem Raum. Habe ich hier noch was? Nee, nicht mehr. Weapons habe ich. Kommt noch jemand zu schon? Egal. Das hat Lissi vielleicht gesehen, dass ich nicht SAS bin. Dass ich unschuldig bin. Na toll, ich habe grün gesehen.
Ich habe grün Wenden gesehen, die hat die Leiche getötet und die und Wenden Anno hat die Leiche getötet und ist gewendet. Direkt vor meinen Augen. Ich war gerade in Weapons, hab Asteroids gemacht und bin dann dort rausgekommen und vor meiner Nase hat Anno getötet und ist gesprungen. Hier in Cafeteria. Ich bin dort gerade rausgekommen und direkt vor meiner Nase. Und bist ihr getötet sehen, und gewendet. Okay, Lenny, hast du das schwöre ich. Das ist. Ich habe gerade niemanden mehr gesehen. Ich habe Lissy. Ich war der Einzige dort. Vor mir ist dann. Dann haben wir uns aber auch getrennt, weil ich halt noch bei O2 eine Task hatte. Jetzt bin ich nochmal zu Navigation. Und ich habe halt niemanden gesehen. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert, dass jetzt Lissy tot ist. Okay. Ich habe Anno töten sehen und dort in den Wend schlüpfen sehen und das verspreche ich. Ich schwöre es nicht, weil ich habe literally bis jetzt jeden Spur gebrochen, die ich bis in mein Leben geschworen habe. Es ist also ich verspreche es. Also mein Versprechen ist mehr wert als ein Schwur. Das ist die Frage. Also ich glaube dir sogar, weil also ich glaube dir, dass du was gesehen hast. Wenn ich euch was verspreche, ist das hoch und heilig. Das ist mehr wert als ein Schwur. Ich bin mit Zwergi ganz viel am Anfang rumgelaufen und bin mir sehr sicher, dass er halt kein Imposter ist. Also ich glaube einfach nicht, der hatte so viele Chancen. Ich habe ihn immer versucht halt durchzubringen, dass er nie stirbt. Ist jetzt auch nur Einzelkills gefallen, oder? Das wissen wir nicht. Also, wir wissen auch nicht, von welchem Imposter. Also Lissy hätte mich jetzt, die ist leider tot, die hat mich bei Asteroids gesehen. Die hätte mich jetzt verteidigen können, die hätte jetzt sagen können, dass ich nicht Imposter bin. Also ja gut, bis Mr. Mitz. Es Runde immer nur ein Einziger gestorben, also waren es immer nur Einzelkills. Ja, ich will nur damit sagen, jetzt wir wissen nicht, ob es noch derselbe Imposter ist. Das ist das Ding. Also bei zwei Sachen macht es Sinn, weil du hast sowohl Kami, als auch in der letzten Runde hat Felix Kami beschuldigt. Ich wollte auch den... Das Ding ist, ich kam ja nicht zum Reden in letzter Runde. Ich wollte außen auch nochmal sagen, dass ich eigentlich zuletzt Kami mit Joey gesehen hatte. Und also ich habe extra nochmal gefragt, wann Felix halt. Also der hat ja auch reported, aber ich wollte deswegen unbedingt wissen, ob er direkt zur Leiche gegangen ist. Weil ich war halt sehr lange an den Camps erst, auch als Oxygen noch an war. Und deswegen habe ich auch gesehen, dass Joey und Kami halt zusammen halt da hochgelaufen sind. Aber ich habe halt Felix nicht gesehen. Aber wenn er eben erst am Ende dahin gelaufen ist, dann macht das halt Sinn. Versteht ihr? Ja. Na, also deswegen. Also Arno, das ist sowas von direkt vor meiner Schnauze. Ich glaube dir, dass du jemanden wenden sehen hast, aber ich bin mir sehr sicher. Und töten. Und töten. Erster Kill, dann direkt der Wend. Zwischen den beiden. Zwischen den ganz beiden dreist. Würde ich jetzt einfach gar kein voten, weil es ist, wie Zwergi schon am Anfang gesagt hat, Aussage gegen Aussage und ich wäre dann immer noch dafür, dass wir einfach Kami voten, weil da sind 2 gegen 1 immer noch. Ja, mein Vote steht fest. Also mein Vote steht fest, ich kann nichts anderes tun, als das zu voten. Das ist. Ja, und die beiden Imposter natürlich haben jetzt Anno gevotet. Also ich weiß nicht, ob Kami sass ist, aber ich habe eins, was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, also muss ich voten. Das ist Zwergi, Alter. Das ist... Ich muss zu Medbay. Letzte Task, wie es ausschaut. Das Blut von grün, das war aber rot. So, ich stelle mich jetzt in Security. Und sein Grün kommt noch mit dazu. Da muss er bauen. Grün ist tot. Grün kommt. Ich bin weg. Ich mache die Fliege. Nee, weg von grün. Ich will nicht sterben. Ich mache hier noch einen Bogen. Ich habe schon wieder eine Leiche entdeckt. In Cafeteria. Aber ich habe niemanden gesehen. Ich habe diesmal wirklich niemanden gesehen. Der dort dann ist ganz ungünstig. Aber ich weiß, dass Arno es war. Ich weiß ja, der ist ja vorher. Warte. Darf ich ganz kurz reden? Entweder Zwerge hat jetzt Self-Report gemacht hat, oder Lenny war der Kill, weil ich habe ihn von Navigation hoch nach Kev reinlaufen sehen und wieder von Kev raus Richtung Navigation. Aber Anno ist bei Dingens. Anno ist bei Admin. Und ich habe mir vorhin davor gestanden und hab mir gedacht, so, nee, da stelle ich mich jetzt nicht rein. Erik waren gerade bei Security. Zum Schluss jetzt.
Mein absolutes Männer-Ehrenwort. Sven kann genau sagen, wo ich herkomme. Wie bist du jetzt so schnell nach Security gekommen? Wer? Ich hab ihn auch nie aus Admin raus. Du bist doch jetzt erst seit... Ich bin ganz am Anfang beim Admin-Table gewesen. Ja. Dann bin ich los, bin dann über Medbay, kann auch Sven beschreiben. Sven, du warst doch an der Cam, ne? Ja, ich war okay, an Cam. Wo liegt denn die Leiche in Cafeteria? Am Ausgang Richtung Medbay. Die liegt dort. Das ist doch der Weg, du Eimer, Alter! Warum soll ich das denn dann sein? Ganz am Anfang. Ich hab jetzt gerade zwei Aufgaben bei NAF gemacht. Ich hab gedacht, ich hätte nur noch eine, bin dann zurückgelaufen, weil ich gedacht hätte, okay, dann kann ich ja jetzt zu Storage gehen. Konnte ich aber noch nicht, weil ich nämlich noch eine Aufgabe bei Navigation hatte. Da bin ich jetzt fertig mit und jetzt laufe ich runter zu Storage, mach noch den Müll und noch irgendwas anderes. Hab ich da zwei gelbe Pfeile auf meinem Ding. Warte mal, Sven. Aber das ist doch der Weg von Admin zu Security, dass man dann. Ist in Ordnung, Lenny, aber Sven meint, du bist doch auch dort längst gelaufen, oder? Ich hab gesehen, dass du von Navigation nach oben gelaufen bist, in Cafeteria rein. Ich weiß nicht, wie lange du drinne warst und dann wieder zurückgegangen bist. Guck mal, Lenny, du musst das ist doch anscheinend später passiert als das, was ich gemacht habe. Ja, Anno kann es nicht sein und Erik kann es nicht sein, weil das Problem ist, Zwergi ist einmal in Medbay gewesen und wieder rausgegangen. Er kam von Kev, da war anscheinend noch keine Leiche. Dann ist er nach Security gekommen. Ich habe ihn gesehen und bin direkt abgehauen, weil ich immer noch vermute, dass er Imposter ist, dadurch, dass er Kami so sehr schützen wollte. Da habe ich Erik alleine gelassen in Security. In der Zeit habe ich Kami nicht geschützt. Erstmal keinen gesehen, dann bin ich wieder hoch, habe gesehen, dass Erik, Zwergi da waren, bin wieder in Camps reingegangen. Zwergi ist abgehauen. Lenny, einmal logisch betrachtet. Wenn ich den Kill gemacht hätte, dann müsstest du ihn ja auch gesehen haben. Verstehst du, Lenny? Das ist das Problem. Entweder bist du es oder Zwergi. Das ist das Problem. Eigentlich würde ich jetzt Anizen, also wir brauchen nicht voten, weil es schon noch ein Imposter, aber für mich ist es halt Zwergi, weil er versucht hat, Kami so mies zu verteidigen. Ich habe Kami nicht verteidigt, ich habe nur gesagt, dass ich nicht weiß, wem ich glauben kann. Weil beide für mich. Du hast halt und ich weiß, dass es Arno ist. Ich habe ihn nur so krass gegen Zwergi geschossen. Ich habe ihn wenden und töten gesehen. Wenn ich euch das sage, dann ist das so. Ich muss mich von Grün killen lassen. Wir wissen alle, dass ich unschuldig bin. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach nein. Nee, habe ich keinen Bock drauf jetzt. Wirklich. Ich war gerade in Cafeteria. Gerade gefixt. Wo ist die Leiche? Ja. Und du bist gerade eben, statt dass du O2 fixt, bist du da ganz komisch vor diesem Schalter. Zwergi ist die ganze Zeit so. Nee, wer war? Ich hab gerade O2 gefixt bei Admin. Zwergi war gerade in Admin. Ich bin gerade dazugekommen. Sven ist doch auch in Admin, oder nicht? Ich bin gerade hochgekommen und hab nur gesehen, dass ihr beide da steht. Ich hab leider nicht gesehen, wer gekillt hat, aber ich dachte mir, dass ein Kill passiert oben. Und dadurch, dass Zwergi mal meinte, er hat gesehen, dass Arno in den Vent gesprungen ist und einen Kill gemacht hat in Kev, vor einigen Runden glaube ich halt, dass es Arno ist. Ja, macht Sinn. Gut, ich war ein Admin und bin dann hoch zur Cafeteria, nachdem ich das O2 repariert war. Und wollte noch rüber zu O2 und das dann dort das nächste machen. Also. Und also ich weiß, dass Arno es ist, also. Bevor ich ankam, getötet worden sein, weil ich habe noch Blutspritzer gesehen, also. Ja. Also für was wollten wir jetzt? Anno. Eigentlich Anno. Also ich weiß, dass es Anno ist, deshalb... Ich hab's gesehen. Halt gegen Kami geschossen, das ich ist war so. Ja nur ich, Anno ja, und Erik. Ja, deswegen, ich hab gegen Kami aber schon halt vorgeschossen, Mann. Ja, aber das kann man als Imposter auch machen, um sich weniger sass zu machen. Ja, kann es sein, dass Zwergi vielleicht dunkelgrün mit violett so vertauscht hat? Ach komm, Anno, jetzt hör mit der... das ist doch jetzt lame. Das ist jetzt lame. Guck mal, ich brauch dich, Anno. Wenn es Lenny wäre, dann hat er verdient gewonnen. Ja, das stimmt. Aber es ist einfach Anno. Komm, mach mal wie es typisch ist, wenn es Anno nicht ist, dann votet mich als nächstes. Mach mal so, wie es typisch ist dann.
Nee, so aber Real Talk, Mann. Ey, ich bin so wütend auf mich selber. Ich bin aus Versehen auf den Wendknopf gekommen. Ich wollte nicht wenden. Das war so. Warum hast du O2 angemacht? Kami, warum hast du gerade O2 angemacht? 3:20 Uhr, what? Ich musste killen, das stimmt. Und also, aber ich, warum? Ja, ich dachte halt, bei O2 kriegst du vielleicht besser hin. Nein, weil man sich immer aufteilt. Das ist das Problem. Und Sven auf meiner Seite, Mann. Ich musste Erik killen. Und ich will hier nur mal festhalten. So Glück, dass du gerade in Admin standst, Alter. Und ich will hier nur mal festhalten, ich habe bis zum Ende überlebt. Ich bin jetzt bei den letzten drei. Das ist jetzt hier. Du kannst mich wenden, es war so belastend. Das Glück ist hier mit mir. Sergi, danke. Dir. Das du hast sogar die Runde aufgelöst. Denn ich wollte so einen Scheiß mit dir nicht abziehen. Ich hasse das, aber ich hatte keine andere Wahl wegen dem. Hättest du das mit Sergi gemacht? Ich bin so sauer auf mich selber. Ich hab die Runde aufgelöst, das war jetzt. Wir waren ja fast durch mit den Tasks. Eigentlich können wir jetzt aufhören. Eigentlich kann ich jetzt gehen, bevor ich jetzt noch eine Runde habe. Ich hab gesehen, dass die Camps an waren und ich wollte nicht, wenn ich bin auf den Knopf gekommen und dachte so, Scheiße, das muss ja auch jemand mitten in den Tod nehmen. Hab kurz in Admin geguckt, okay, da ist jemand, töte ich schnell. Dass es wenigstens noch sich was gelohnt hat, aber. Aber Kami, warum killst du denn direkt vor meiner und Zwergi Schnauze? Das war auch so. Ich wurde direkt ja gesehen beim Wenden. Und dann dachte ich, okay, irgendjemand muss sich jetzt halt noch mitten in den Tod nehmen. Also. Ja, aber guck mal, ich stand davor. Wenn Zwergi das gesehen hätte, was ich gesehen hätte, dann hätte ich sofort gegen dich schießen müssen. Du hättest auch Zwergi töten können. Ja, ich wollte doch Zwergi, dass er überlebt die erste Runde. Mann! Ja, deswegen, ich wurde halt beim Wenden gesehen. Dass es sich irgendwie lohnt, dass ich jetzt gleich rausgevotet werde. Dann habe ich gedacht, ich töte einfach den Erstbesten, den ich jetzt sehe. Und das war jetzt halt gerade da in Admin. Hättest du Sven gekillt, dann wäre alles besser gelaufen. Also eigentlich muss ich nicht nach Security wenden können. Hättest du Svergi nicht beschützen wollen, hätte er dich nicht überfüllen können beim Wenden. Tja, hätte ich wirklich mal gekillt. So ist das aber Leben. Tötet, hätten wir die Runde vielleicht noch irgendwie reißen können, keine Ahnung. Aber Svergi, wie war es, zu überleben? Ne? Da ist mal was anderes. Und eigentlich muss ich jetzt auch aufhören und rausgehen, weil man soll aufhören, wenn es am besten ist. Und wenn ich jetzt noch eine Runde mache, dann sterbe ich wieder als erstes und bin dann wieder, dann ist dann wieder dieses Glück kann ich nicht nochmal haben jetzt. Das geht nicht. Ich war einfach mega happy, dass Zwergi das gesehen hat mit Anno. Hat mich so happy. Zwergi, es tut mir wirklich leid, dass ich dich verdächtigt habe. Och, das ist. Du hast halt bei 2 gegen 1 Aussage gegen Aussage gesagt. Und ich dachte mir so, what the fuck, Digga. Hätte ja auch sein können. Ich wusste halt wirklich nicht, wer es war. Ich hab halt beiden geglaubt. Kami klang so seid gut. Seid ihr denn jetzt auch mal alle für eine letzte dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber nur, wenn ich nicht als erster getötet werde. Hat der gerade schon gesagt, Abschiede. Wann ist der unbefriedigende Runde gerade?